Heinz hat mich auf die Idee gebracht, doch mal was über die Geschichte vom ZX-7-Treffen zu erzählen. Wie ihr vielleicht wisst, ist das heute das 20. Und im 20. Treffen geht nicht nur das erste voraus, sondern auch die Gründung des ZX-Teams. Da bin ich nicht ganz hundertprozentig firm, in welchem Monat des Jahres 1991 das passiert ist. Müsste April gewesen sein. 25 Jahre ist das her. Das war richtig damals unsere Feier. Ja, genau. Und wir haben uns des Öfteren schon relativ schnell auf irgendwelchen Amateurfunkflugmärkten oder auf legendären CeBIT Veranstaltungen getroffen, saßen auf der Empore, Gernot mit Gas betriebenen Lötkolben und lötete für Gerhard irgendein Videokabel oder sowas ähnliches. Das war also richtig spitzenmäßig. Und ich muss das gewusst haben, ich habe beim ersten Treffen ein Video gedreht. Ach was? Oh, ja. Haben wir das jemals gesehen? Das weiß ich ja nicht. Heute könnt ihr euch das angucken. Hast du da schwarze Balken mit dabei und so? Das ist historisch. Ich habe extra noch ein Videorekorder ausgegraben. Ah, jetzt bin ich aber habe krampfhaft, lass es mal laufen, es hat keinen Ton. Gab es damals noch nicht. Ist das noch schwarz-weiß, Peter? Ja, ich wollte es mal schauen. Krampfhaft versucht, das auf den Computer zu übertragen. Es ist mir auch gelungen. Bloß, als ich es bearbeiten wollte, ist mir jedes Mal mein Computer abgekackt. Ihr seht jetzt also absolut ungeschnitten das, was ich da aufgenommen habe. Langweilige Szenen. Teilweise ist der Fußboden gefilmt. Also, das ist Gersfeld oder Gers? Andersrum. Ich bin damals sehr viel dienstlich unterwegs gewesen, saß immer im IC und hab da die Bundesbahnzeitungen studiert. Und irgendwann fiel mir mal so eine Anzeige aus der Rhön über Ferienwohnungen in die Hände. Ich hab gedacht, Rhön ist ungefähr in Mitte von Deutschland, so über den Daumen. Mal gucken, ob es da was gibt. Und dann habe ich 1991 mich getraut, zum Treffen aufzurufen. Und drei Ferienwohnungen in, wie hieß das? In Ebersbach anzubieten. Ebersbach. Mitten in der Pampa, das ist also, glaube ich, noch weitaus abgelegener als hier. Ja. Und wir haben dann tatsächlich das geschafft, 12 Leute zusammenzukriegen. Die werden wir auch noch sehen gleich. Und haben da die drei Ferienwohnungen ähnlich hervorragend abgegradet, wie wir das hier mit dem Haus schaffen. Ja, ja. Nur, dass wir nur zu 12 waren. Hier holen wir jetzt gerade den Michael Sitzberger und den Markus Schinherr, ja, genau. Die leider nicht mehr dabei sind. Markus ist Michael ist verstorben. Und der Markus ist der Doktor des Maschinenbau irgendwo in London oder so. Also, den hat der ZX81 auch zu was gemacht. Mal gucken, wo ich hier nicht im Wege stehe. Das war aber nicht 97, oder? Das 96 ist das 97. 97. Das stimmt, ja. Ja, also zwischen 20 Treffen liegen 19 Jahre. So mal so. Das war also wirklich das erste Treffen. Da kommen die beiden schon an. Die haben wir da vom Zug abgeholt, weil Michael war alter Eisenbahner und er konnte dahin. Und hier sieht man, wie das da so in etwa aussieht. Ingelhaut und Dieter, Joachim, Borko, Gudrun und Willi. Joachim, Kai. Da hat er eine Haare auf dem Kopf. Das hast du eben. Ja, Mathe. Also, wir haben da in der Küche der größten Ferienwohnung getagt, gegessen und alles andere gemacht. Und ich muss euch also großes Lob aussprechen. Das war damals fürchterlich anstrengend, euch zum Essen zu bewegen. Also heute war ich etwas überfordert, weil das ging doch viel zu schnell und viel zu viel. Also damals, das war nötigen war angesagt. Ja. Sonst hättet ihr da nichts angenommen. Thema des Tages war hier Scanner, Bilder zu scannen, Videos zu scannen. Ja. Und Kai hat dann daraufhin den 256. Diesen Handscanner hat man damals. Den Handscanner, da hast du dann programmiert, das Interface. Den hat man beim KC-Club abgekupfert und hatten den schneller fertig als die, die es eigentlich erfunden haben. Ihr seht, das ist das Chaos oder nein. Die Organisation ist fast genauso perfekt wie heute. Also jetzt ist eine Menge was getan, aber nicht von Inhalten und so. Ne? Und das hat sich dann fortgesetzt. Wir waren dann zweimal in Ebersberg, aber dann hat der Sohn geheiratet
und wir hätten nur noch zwei Wohnungen kriegen können. Beim zweiten Treffen waren schon etliche mehr, also auch etliche Tagesbesucher. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Das ist zweite Treffen war wirklich, da war rappelvoll. Ja, ja. Kann ich mich erinnern. Also, ich habe Bilder dabei, aber kein Abspielgerät. Und dann sind wir jetzt nach dem dritten Treffen auch wieder aus der netten Broschüre, die ich da über die Bundesbahn gekriegt habe, sind wir in Dietkes gelandet, in einem Blockhaus, absolut einsam, noch einsam passiert. Der Gotthard ist hier. Und da sind wir, glaube ich, bald 10-mal gewesen. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Ja, würde ich sagen. Und wenn der Landkreis Fulda dieses Haus nicht verkauft hätte, wären wir nie auf die Idee gekommen, noch was anderes zu suchen und hätten es nie geschafft, was Besseres zu finden. Das hier ist zwar leicht teurer, als das in Dietkes war, aber unschlagbar. Aber auch in Hegen besser, auf jeden Fall. Und alle Treffen liefen oder laufen seitdem eigentlich ähnlich an. Ja, genau. Ja. Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Das Equipment ist noch das gleiche. Man sieht es am ZX 81. Ja, hier kommt jetzt ein Schilder. Wir haben noch vergessen auszuschalten. Müsst ihr jetzt leider aushalten. Ich konnte es nicht rausschneiden. Aber so ist es wenigstens unzensiert. Das hat die meisten Filme Boden dann. Aber ein guter Film dann Decke. Ja. Ich denke, da war das ist ein Kurzblick in die Historie der ZX-Treffen. Und ich weiß nicht, ob letztes Mal noch ein paar mehr hier waren als in diesem Jahr. Also es ist nur mehr geworden. Also es gab nie irgendwie ein Eindruck, nichts. Nix, ne? Nee. Dort war auch die Geburtsstunde fast aus der Postbox. Der Mailbox, meinst du? Von der Mailbox, die Mailbox von Gernitz. Also wir haben auch in Dietkes nette Wettbewerbe gemacht. Ja. Da gab es dann die Aufgabe mit dem Zeddy, also mit einem vom Zeddy gesteuerten kleinen Fahrzeug eine vorgezeichnete Linie zu fahren. Das ging hervorragend gut. Der Einzige, der fürchterlich entsetzt war Gernot, weil seins lief nicht. Wollte partout nicht laufen. Bis er dann darauf kam, oder bis er dann darauf kam, dass dieses künstliche Licht von den Leuchtstoffröhren. Genau, das hatte er nicht berücksichtigt, weil er hat es immer zu Hause mit Kerzenlicht verglichen. Aber als das dann erkannt war, war kein Problem mehr. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, da hat dann Gernot auch, der hat ja alles in Assembler zu Fuß programmiert. Also Hexdumps hat er getippt. Ja, ja. Der kann alle Hexcodes. Ja, ja. Also der hat nicht irgendwie einen Monix oder so, der hat nur in Hex. Also Real Programmers durch den Hex. Hodo, wo bist du? Der hat das wirklich gemacht. Gewonnen hat übrigens der Markus. Der Markus war mehrfacher Jugendgewinner von Jugendforscht. Der hat Dinge gemacht, die waren erstaunlich. Und der hat deshalb gewonnen, weil der hatte seine Räder getuned mit Schmirgelpapier. Und deshalb hatte der einen besseren Grip und hat dann nur Sekunden vor meinem gewonnen. Ich hatte so weiche Gummireifen und habe geschmiert. Gernot kam auch, so wie Sigi, immer nur als Tagesgast. Morgens angereist und abends abgereist. Der kam aus wo war das? Hinterstadt? Nee. Mutterstadt. Aus Mutterstadt, genau. Hatte sein Equipment dabei. Wie gesagt, notfalls auf der CeBIT auf einen gastbetriebenen Lötkorb, um irgendwelche Kabel zu löten. Das war sein Ding. Da hat er also wirklich, da hat er mit für gelebt. Und dann hat er da also Kommunikationsmotive geschrieben. Daraus entstand dann die Mailbox, die bestand aus zwei Floppy-Controllern. Zwei Floppy-Controllern, genau. ZX81 mit entsprechendem großen Speicherausbau. Und einem mit Einmachgummi aufgeklemmten Hörer auf einen Akustikkoppler. Ja, genau. Die ersten Kommunikationen gingen noch über Akustikkoppler. Genau. Und dann kam irgendwann die Modem. Und dann kam das Modem. Und dann. Und irgendwann war er schier entsetzt, weil er der festen Überzeugung war, dass sich jemand in seine Mailbox eingewählt und sie gehackt. Genau. Und wir haben, das kann man jetzt sagen, weil es für jedes, die Modems waren alle selbst gebaut, und zwar mit so einer Drossel aus alten Telefonen raus.
Und damit konnte die Post niemals feststellen, dass das nicht ein Gerät von ihr ist. Weil es war genau die Original-Postrassel. Und die haben gemessen, ja, einmal Freitag ist ein Telefon dran. War aber nie. Das ist ja nicht auf diesen Trick, wo man da also keine Widerstandsvorbaute oder so, ja, ja. Da niemand anruft, ja, ja. Aber trotzdem doch anruft? Ja, ja. So haben wir damals gearbeitet. Er hatte mit einem AMS oder Avado-Wechselschalter oder irgendwas hatte er. Und die gingen immer erst abends ab 9, glaube ich. Genau, oder? Ja, ja, genau. Kannst du dich noch an der Hemmradio erinnern, wo wir mit dem Akustikkoppler in der Telefonzelle waren, in den ZX 2000? Genau, und haben dann Hexdams übertragen. Ja. Und außen standen sie an der Telefonzelle geguckt. Das macht jeder. Ich habe bei Gott hat mal über die Telefonzelle ein Software-Update gemacht und habe ihn den Hexdamm durch die C3, B4, die draußen gewartet haben, die haben einen Spindler drin. Ja, das war's. Das war der Film. Ja. Also, klasse. Was natürlich wichtig ist, ich warte immer noch auf den Nachfolger, weil das nächste Treffen möchte ich immer wieder als Teilnehmer und nicht als Veranstalter machen. Das haben wir aber eigentlich voriges Mal schon besprochen. Ne? Ja, gesagt habe ich das. Aber hat sich das nicht ergeben? Der Jens wollte es doch machen, oder? Boah, ich glaube auch, dass der Jens. Ja, wenn er es macht, ist gut. Jens, sag mal was. Ach so. Der ist nicht da. Und lauter reden, der ist ein Zeller. Zu dumm, zu dumm. Das ist aber doof. Der ist es so gern gemacht. Das ist jetzt dumm. Jetzt ist er nicht da. Wenn wir nicht gegen Kerzen, nicht? Borko. Borko hat sich mit Force ganz schön. Ja, der war gut mit Haspel Force, ja. Boss ist doch die Programmiersprache, in der man seine selbstgeschriebenen Programme 3 Tage später nicht mehr versteht. Das ist ein Amerikaner, Jeffrey Coolman, der war allerdings nicht aus den USA gekommen, der war irgendwo hier in Deutschland stationiert, bei der Air Force, glaube ich. Okay. Beim 5. Treffen hatten wir den Besuch von Glenn Goodwin aus Florida, der ist tatsächlich aus Florida für uns angekommen und ich habe ihn dann genötigt, noch 3 Tage mit mir nach Hause zu kommen, weil ich meinte, ZX-Team-Treffen wäre ganz schön, aber viel zu kurz. Er müsste noch ein bisschen was von Deutschland sehen. Denn das sieht man hier da. Und dann hast du ihm Braunschweig gezeigt, oder wie? Ich habe ihm das größte Abenteuer gezeigt, was ich ihm bieten konnte. Ein Abendessen mit unseren 4 Kindern. Da sind wir in der Autostadt gewesen, sind wir in Marienborn gewesen. Autostadt und so hat ihn nicht interessiert, als wir abends mal in eine ganz stinknormale Kneipe gingen oder nachmittags mal in einen kleinen Supermarkt, was da so los ist. Das hat ihn mehr interessiert. Und der hat sich vor 3-4 Wochen wieder gemeldet. Es gibt da so eine Facebook-Gruppe über Sinclair Computer und da scheint er wohl gelesen zu haben, dass ich da auch Werbung für das ZX-Team-Treffen gemacht habe. Nämlich hat er auch angeschrieben dann. Ja, die hat er auch angeschrieben, genau. Ich kann mich noch erinnern, in Dietges, wo es das so geschneit hatte, da stand er so versunken in der Tür und hat der hat scheinbar noch nie Schnee gesehen. Nee, der hat den Eistopfen angeguckt. Er hat behauptet, er wäre kein geborener Floridianer, oder wie die da heißen, Florida Boy. Mensch, Willi! Willi! Ach, Willi! Viel mehr drauf, als ich dachte. Klasse, ist ja super. Wichtiges Dokument. Ja, ich werde wieder gemobbt. Ich bin schuld. Du meldest dich einfach an mir. Ich komme nächstes Jahr nicht zum Treffen, wenn das weitergeht. Ja, solche Filme jetzt zu sein, das hättest du rausnehmen müssen. Ja, er weiß ja nicht, wie man schneidet. Genau. Also insofern kann ich ja nicht. Weiß jemand, wer Gernot geworden ist? Nein, weiß keiner. Ja, ich bin irgendwie Das war hier der Hauptwunsch. Ach ja, da gibt es noch eine lustige Anekdote. Mittags haben wir einen Spaziergang gemacht. Wie auch immer haben wir das geschafft, dass wir nach dem Essen, da gab es auch wahrscheinlich ein Würstchen, dass wir rausgegangen sind und der Historie nach 300 Metern fragte Gerhard, wann gehen wir wieder zurück? Der hatte keine Jacke, der hatte bloß einen Pullover.
Man muss es nicht übertreiben. Das war eine sehr einsame Ecke. Das hat uns aber nicht gestört, weil so ähnlich wie ich auch keiner war. Es sei denn, man macht ein Gruppenfoto. Da hieß Reiter, da hieß Tricks noch Reiter. Hör mal auf jetzt da hinten. Ja. Da habe ich doch gerne auch, das ist ja auch ein bisschen wie hier. Sag mal, Peter, warst du auf dem Treffen? Ich habe dich da noch gar nicht gesehen. Ich habe noch gar nicht gesehen. Ich habe mich bemüht, da nicht zu erscheinen auf dem Video. Ja, ja. Also im Prinzip recht schnell, weil ich weiß nicht wer, es gab einige, die auch welche hatten. Und wir hatten ja auch guten Kontakt zu Wolfgang Haller und zu Dieter. Ganz schnell und haben uns ja auch dann einmal in Mönchengladbach mit denen zusammengetroffen, so einem gemeinsamen Treffen. Und dann waren wir auch noch mal in den Niederlanden. In, wo war das? Eindhoven? Urmannstein oder Urmund? In Urmund. Stein-Urmund. Ja. Also die waren zu Anfang nicht dabei, aber jetzt nicht, weil sie ausgeschlossen waren, sondern weil es einfach erstmal ein Treffen des ZX-Teams war und da musste man sich ja gegenseitig äußern, beschnuppern mit den anderen Leuten. Das ging aber ganz schnell. Das war ja kein Commodore, da ging das. So, Peter, um die 10 Jahre muss das her sein. Nee, mehr. Ja. Das ist der erste Spektrum. Ich bin ja nicht ganz zuerst da gewesen. Das ist vorher zweimal gewesen. Vorher schon gewesen. Also es war ja, die Treffen waren ja immer geprägt durch die neu entwickelte Hardware und das, was man damit anfangen wollte und konnte. Und das da war der Philipp da gewesen mit Philipp Malwain und zwei Kinder. Aus Irland. Aber der ist zwar Ihre, aber er kam aus Bad Pyrmont. Von ihm habe ich leider nichts mehr gehört. Dann habe ich nochmal angeschrieben, hat sich aber nicht gemeldet. Also es war schon immer irgendwie international, auch wenn das natürlich, wir sind ja schon verrückt genug für so einen Computer, den man heute hinterhergeschmissen bekommt. Paar hundert Kilometer durch die Republik zu fahren, das ist ja schon, gehört ja schon gewisser Mut dazu und sich vor allen Dingen sich dazu zu bekennen, aber das sind auch noch Leute aus unseren niederländischen Freunde oder unsere britischen Freunde jetzt herkommen oder der wie heißt er, Gersman? Ich weiß nicht genau, aus Polen, oder Thomas aus der Schweiz. Thomas aus der Schweiz, ja. Ich, genau. Ja, und wer kommt aus Österreich? Das ist aus sehr lange Freunde. Du warst in Dietke schon mit dabei. Ja, ja. Da warst du mit deinem kleinen Sohn da, ne? Ich habe eben mal geguckt. Das Forum hat dieses Jahr das 12. Jubiläum. Das ist das nicht einfach so. Das ist seit 2004 schon online. Unglaublich. Ja, und das läuft immer noch gut. Ja. Besser denn je, oder? Besser denn je. Ja. Das funktioniert. Ja. Vor dem Treffen dieser Ziele. Ach ja, das ist jetzt die Schlussszene. Wir bringen Markus und Michael in Fulda zum Fulda Bahnhof, dass sie nach Hause fahren und dann ist doch jetzt gleich Schluss. Aber ja. Schon andere Züge jetzt. ICE, ja. Die sind schon gerne. Das ist auch Fulda Hauptbahnhof. Das war dann hier in der Pampa. Ja, die anderen Bahnhöfe sind wahrscheinlich nicht mehr. Einmal vorbei, sehr schön. Es sei denn, ihr habt noch ein paar Anekdoten. Habe ich noch. Einmal hat es geschneit in Dietges. Und da hatte der Womo die Kinder mit dabei. Ja. Und die haben es gut gemeint und haben mit den Blechschneeschiebern von den Autos die Schnee runtergeräumt. Wie das jetzt haftungsrechtlich ausging, weiß ich nicht. Aber die Motorhaben waren ziemlich ramponiert. Die haben es gut gemeint, die Kleinen, ne? Und haben dann so geschoben. Das war einfach eine Anstrengung. Wo ich das erste Mal in Dietges war, da war ich als Gast da, ich weiß das Jahr jetzt nicht mehr, müsste ich nachgucken, da lag auch wahnsinnig viel Schnee in Dietges, da geht das so ein bisschen hoch zur Straße, Und da kam ich nicht wieder weg, da musste die Frau im Kofferraum, und da bin ich rückwärts, Dietges raus, Frau im Kofferraum, Deckel auf als Ballast. Jetzt hast du den Ballast abgeworfen. Das hat am Sonntag geschneit, die Sau. Ja, genau, von heute auf morgen plötzlich war hat der Schnee runtergegangen. Oder einmal frei, und in der Nacht hat es geschneit, wo es runtergeht. Ja. Wir wollten abreisen und mussten erst freischaufeln den Weg. Also wir können auch den Klimawandel belegen. Ja, das ist gemerkt. Ja, vielen Dank Peter. Ja, vielen Dank, Peter. Thank you.
Zeit brauchst du?